Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr hier mit dabei seid an den besinnlichen Tagen. Heiligabend ist schon vorbei und wir haben den ersten Weihnachtstag. Und für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass ihr jetzt zufällig dieses Video schaut, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ja, die meisten sind ja eh bei Familie, bei Freunden. Am Essen, am Geschenke auspacken und weiß der Geier. Aber wirklich, für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass ihr jetzt diese finale Folge von The Forest schauen wollt. Finale Folge deswegen, denn ja, ihr werdet es dann schon sehen, die finale Folge. Danach machen wir ein kleines Päuschen und werden mal schauen, wie es mit The Forest weitergehen wird. Ich danke auf jeden Fall, dass du jetzt dir die Zeit nimmst, diese Folge guckst. Es bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch das Allerbeste. Vielen Dank für den Support, den ihr mir gegeben habt, für die ganzen Kommentare, für die Daumen über die Jahre. Und ja, jetzt geht's los. Euch noch schöne Tage, frohes Fest, eventuell guten Rutsch, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen. Ein frohes neues Jahr natürlich. Und ja, viel Spaß bei The Forest. Die finale Folge. Jetzt geht's los. Hey, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Forest. Mit mir am Start ist der Neoplex. Hi. Hi. So, und wir sind hier in diesem komischen Gebäude unterm Berg. Und wir haben gerade versucht, hier so ein kleines Shelter aufzubauen, um speichern zu können. Das geht aber nicht. Man kann jetzt nur noch schlafen. Und ja, wir laufen einfach weiter. Euch weiterhin viel Spaß. Mal schauen, was wir hier entdecken. Ist auf jeden Fall irgendeine komische Zeichnung. Jetzt habe ich das Schild umgeworfen. Hoppla. Wo kommt man hier raus? Ah, hier. Hier ist zu. Wer weiß, was das alles für Geräte sind, ey. Na. Ich will gar nicht wissen, was das für Flaschen in den Schränken sind. Alles sehr merkwürdig. Aber ja. So. Das ist uns auch sonst nichts, ne? Nee. Nö. Scheiß Schilder. Oha, hier hat sich jemand aufgehangen. Oha. Das ist wie so irgendwie ein Arzt oder so. Noch ein Bild. Und Babys. Ja, irgendwo hier, ne?
Ja, hier. Rechts in dem Raum. Oh. Hast du? Krasser Scheiß. Oh, da hinten sind komische Geräusche. Da nicht rüber oder was? Bau mir gerade noch kurz Pfeile. Ah ne, gar keine Dings mehr, keine Federn. Bisschen Ausgang. Ne. Oh hier. Ach Mensch. Oha. Ich habe das Ding von der Zeichnung gefunden. Gucken, kann man hier noch irgendwo rein? Hier kann man überall noch rein. Bevor wir da zum Ding gehen. Lieber mal eben gucken hier. Wer weiß, was da passiert. Ja. Tja, hier ist sonst nichts. Ist irgend so eine Apparatur und noch ein Bild. Bei Megan Cross, okay. Und hier geht's nicht rein. Hier ist nochmal rote Farbe. Hier ist irgendwas. Okay, schauen wir uns mal den Apparat an. Ja. Da ist was drin. Ach du Scheiße. Oh nee, das ist der Timmy. Ja. Boah, Alter. Siehst du das Video auch? Ich sehe nur, wie du da rummachst an dem Timmy. War so eine Videosequenz, die ich leider noch nicht. Siehst du mich, wie ich ihn raushole? Nee. Doch, du bist jetzt gerade weggelaufen. Okay. Du läufst jetzt zu dem Dinger hin. Ja, zu dem Tisch. Hm? Ja. Da hast du ihn gerade hingelegt. Alter, ey. Würde ich interessieren, was das hier für eine Apparatur ist. Na? Okay, wir stecken hier irgendwas an den Rand. Okay.
To-Do-List updated. New item added to-Do-List. So wie es aussieht, brauchen wir New Sample Required. Wir brauchen wahrscheinlich irgendein anderes Lebewesen, was da rein kann. Ich schau mal kurz auf die To-Do-List. Boah, da sind ja voll die Stacheln drin, siehst du das? Find a new Survive. Fuck. Tür hier hinten geht jetzt auf. Ah, okay. Hier sind auch. Hier sind Fußspuren, rote. Ja. Oh, ich muss was essen. Okay, da ist schon ein komisches Viech. Zwei Stück. Ja, komm, ich nehme den linken. Oh, ich nehme den rechten. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Die Fußspuren gehen weiter. Was haben wir da? Medikamente und so ein Scheiß. Schauen wir mal weiter. Hier hängt noch ein Bild an der Wand. Hast du das schon? Wo denn? Hier bei der Tür. Ah. Daddy. Daddy? Rot angemalt. Tja. Guck mal, hier kann man nochmal schlafen, aber speichern kann man hier nirgends. Die Tür geht auch nicht auf, ne? Doch, die Tür geht auf. Okay, da gehen wir gleich gucken. Können wir trinken? Da hinten. Achso, hier waren wir gerade, alles klar. Ja, dann schauen wir mal, was hier ist. Ja, voll die Mega-Anlage, ey. Ja. Alter Schwede. Ach du Scheiße, ey. Geil, wie ist denn das hier? Guck mal, da kann man runtergucken. In ja, die sind Höhle. Die, sind die Höhlen hier unten. Ja. Da vorne sitzt ein Kind. Okay, Animation. Hey Kleine. Aua. Okay. Die sieht nicht so gesund aus, oder? Ja, abgestürzt mit Flugzeug, das bin ich, genau. Oh oh. Irgendwas passiert? Ach du. Thank you.
Alter. What the fuck? Mal schön ausweichen. Ich kann auch nur springen. Alter. Pfeile prallen dann einfach ab. Oha. Wir müssen das Viech aber nicht irgendwie nach hinten lassen, das ist ja noch schön. Ich verstehe kein Wort, die Mucke ist so laut. Oha, hat Babys fallen lassen. Okay. Ist down. Pfeil verpasst. Okay. Ja. Da eben noch die Babys. Alter, ey. Okay. Kann man das Mädchen aufheben? Wär's. Das ist richtig nur krank. So ein Baby. Ich weiß nicht wo. Lass mal kurz noch da hinten gucken. Da. Geht's hier noch irgendwo hin? Na, gemalt hat sie. Aber irgendwo hin geht's hier nicht. Pervers, ey. Wie das aussah, wie diese Füße da aus dem Mund rauskamen. Ja, voll krank. Ja. Okay, dann zurück zum Apparat. Vielleicht kann ich ja irgendwas mit der machen. Meine Fresse. So hinter mir, ja. Nein, ein gruseliges Monster. Ich hab kein Kleingeld, scheiße. Okay, da sind wir. Ich warte auf dich eben. Mhm. Kurz ins Buch gucken. Bin auch da. Aber wenn man so den Sohn anguckt, den Timmy, der sieht auch nicht so besonders aus. Ich kann das hier reintun. Schauen wir mal. Life sample required. Wieder rausgefallen. Life sample required, ja. Da ist eine Tür. Was habe ich denn hier aufgehoben? Eine weitere Keycard, okay. Da geht's lang. Two second party fact.
oder sowas. Ja, es gibt wohl noch mehr Überlebende. Keine Ahnung. Ich hole mal wieder mein Katana raus. Wer weiß, was uns hier begegnet. Mhm. Kurz mal was essen. Ja, einen Snack habe ich noch. Hier geht's nicht lang. Ah, hier geht's lang. Wieder in die Höhle. Ja, es geht hier in eine Höhle rein. Alter Schwede, ey. Okay, also hier sind diese Lichtgeneratoren. Und hier muss man runterklettern. Climbing Axe, so. Okay, dann müssen wir wieder tauchen. Meine Fresse, ey. Das ist echt übel. So. Ich nehme trotzdem meinen Katana in die Hand. So. Okay, rein. Es geht nochmal richtig tief rein hier. Geht's nicht weiter, wir müssen nach oben raus, denke ich mal. Jo. Hier haben wir wieder ein Tor. In die Hand. Schauen wir mal. Ja, ein paar Tote. Ja, was ist das alles, ey? Schau mal, wie weit wir hier rumkommen. Scheinbar müssen wir da unten hin, wo das Licht leuchtet. Das gehe ich mal ganz stark von aus. No. Ein paar Tote, das sind einige. Okay, kaputt geht's nicht. Aufheben kann man hier aber nichts. Hier ist so ein Höhlendingens. Ah, hier, guck. Appeköppe. Schön.
Oh, und ganz viele Leichen. Und Geschmatter und weiß der Geier. Ach du lieber Gott. Boah, da guck dir mal die Wände an. Ist hier irgendwas? Nein. Mein Gott, was ist hier bloß passiert? Gucken, ob es hier noch irgendwo was zu essen gibt. Obwohl ich. Ah, hier liegt ein toter Kopf. Ein Upperkopf. Eigentlich möchte ich hier nichts essen, aber. Ich setze mich da mal hin, so. Zack, hoppla. So. Voll auf den Kopf gesetzt. Schauen, wie es hier weitergeht. Kann man hier auch rein? Hier kann man überall rein. Alter, ein Akkuschrauber steckt im Kopf, ey. Zeug. Hier auf dem Tisch. Und der hat irgendwas im Mund. Boah, Alter. Was haben wir hier? Ja. Auf jeden Fall trinken. Und dann geht's hier weiter. Nehmen wir die Kiste. Na, Leuchtstäbe kann ich nicht mitnehmen. Hier ist ein Loch. Da bin ich ja mal gespannt. Sieht aus wie ein Fahrstuhl. Okay, auch mit der Keycard, alles klar. So. Wow. Und wir sind im Schneegebirge. Alter. Ja. Das wird hier wohl das Observatorium sein, wie das heißt. Und guck mal, wo die Hammer-Symbole sind. Da ist das schwarze Loch, wo wir reingeklettert sind, wo ich eigentlich was bauen wollte und das nicht ging. Ja. Wow, Alter. Guck mal über dir. Ist das ein Raumschiff oder was? Irgendwas Außerirdisches oder ein Artefakt oder leck mich am Arsch, was ist das? Keine Ahnung. Okay, ich kann hier was mit der Keycard machen. Du musst auch? Okay. Es kommt irgendwas. Da kommt ein Flugzeug. Ne, ehrlich jetzt, wir lassen ein Flugzeug abstürzen. Um an lebende Personen zu kommen, wetten. Ich wette mit dir, so ist das, Alter. Hm. Weil wir sind rot gefärbt. Und ich wette... Das wiederholt sich und wiederholt sich, weil hier irgendwelche Leute stranden. Alter. Wahrscheinlich schon, ja. Boah, und jetzt? Flugzeugstück. Oh. Und. Alles klar. Oh, okay, das passiert immer und immer wieder, weil die Leute, die überleben, ihr Kind retten wollen.
Deswegen stürzen hier immer und wieder Flugzeuge ab. Und deswegen gibt es hier so viele. Oh ja, hier, ein Jahr später. Ja, voll die Zuckung, der Junge, ey. Ja. Nice to meet you, man. That's wow. One hell of a story. Okay, wir haben ein Buch geschrieben. Na? Ach du Scheiße. Scheiße. Kreativmod unlocked. Wow, wir haben die Scheiße mit nach Hause gebracht. The Forest. Ja, liebe Leute, das war The Forest. Wir haben es durch. Wir haben Timmy mehr oder weniger gerettet. Und ja, was soll ich sagen? In 28 Tagen kommt der nächste Patch auf die 053. Mal gucken, was dort noch uns erwartet. Wir werden auf jeden Fall jetzt eine kleine Pause einlegen mit The Forest und die nächsten Patches abwarten, die dann noch so kommen. Und ja, mal gucken, wie wir weitermachen. Wir werden sicherlich nochmal irgendwann mit The Forest starten und ein bisschen mehr bauen und ein bisschen mehr zeigen, was man alles noch bauen kann, was alles dazu kommt. Aber erstmal so, die Story haben wir durch. Aber das heißt ja nicht, dass das Spiel zu Ende ist. Also ich danke vielmals fürs Zuschauen. Schaltet wieder rein bei The Forest oder bei einem anderen coolen Let's Play hier auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao. Und lasst es ein bisschen wirken. Gebt mir einen Daumen, wenn es gefallen hat. Bis dann. Und tschüss.